Hallo zusammen, ich bin der Kosu und ich bin gerade im wunderschönen Hochschwarzwald, bitte badische Staatsbrauerei Rothaus. Was bin ich? Praktikant. Warum? Weil ich heute mal mit dem Melzer und Brauer-Azubis unterwegs bin, also die, die das Bier machen. Wollt ihr sehen? Mitkommen! Hallo, ja, ich bin der Kosu und du bist der? Ich bin der Ralf, hallo. Und du bist der Melzer? Nein, der Brauer. Ah, der Brauer. Wo fängt das Brauer an? Also es ist ja tatsächlich so, dass der Beruf Brauer und Melzer heißt. Also das gehört zusammen, weil das Malz herstellen, das ist ein ganz wichtiger Prozess vorneweg. Und legt natürlich auch schon viel für die Qualität vom Bier nachher fest. Vom Geschmack, vom Aroma, vom Gesamterscheinungsbild des Bieres. Schaum ist da ein wichtiges Thema. Und deshalb gehört Brauer und Melzer auch zusammen. Okay, und die Melzer kommen hier an? Genau, die Melzer, die machen das in ihren verschiedenen Melzereien, in den Anbaugebieten, wo die Braugerste auch angebaut und erzeugt wird, verarbeiten die Ware, die Gerste, und liefern sie dann in solchen Zügen eben uns an, immer 26 Tonnen, die dann, ja, ich sag mal so, 4 Sude, 5 Sude geben bei uns. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir gucken es uns jetzt einfach mal an, wie das hier angeliefert wird. Und da holen wir uns, glaube ich, jetzt gleich noch Unterstützung. Genau, du bist ja nicht allein. Wir machen das immer gern, dass Praktikanten dann auch tatsächlich mit unseren Lehrlingen, die im gleichen Alter etwa unterwegs sind und da ein bisschen was auch aus der Brauerei schon erzählen können, erklären können, dass da gemeinsam mit denen unterwegs bist. Dann nehmen wir die mal mit. Also dazu nehmen. So, jetzt sind wir hier im Sudhaus. Was passiert hier in der Ausbildung? Was macht ihr? Ja klar, die Auszubildenden, die lernen hier natürlich die ganze Technik. Es geht jetzt nach der Malzannahme weiter in das Schroten, Zerkleinern, ins Maischen, Abläutern, Würze kochen. Und nach 6 bis 8 Stunden ist die Würze eigentlich soweit fertig. Sieht ja so schön eigentlich aus wie ein Museum, aber hier ist wirklich auch Arbeitsstätte. Ja, unbedingt. Und das ist natürlich auch unsere Tradition, hier mit Kupferhauben zu arbeiten. So, und wo gehen wir jetzt hin? Ja, nach dem Sudhaus gehen wir jetzt in den Gär- und Lagerkeller. Ich sage immer, lieber Lagerkeller als Lagerkoller. Ja, meine kleine Witze war auch schon besser. Also jetzt sind wir hier im Lagerkeller. Die Abteilung machen wir jetzt bis alleine. Und einmal die Woche helfen wir hier die Tanks aus. Und das machen wir jetzt mal zusammen an dem einen Tank. Alles klar. Klar? Let's go. Ja. So, was machen wir jetzt? Jetzt gehst du noch mit der Genesis in den Gärkeller und nimmst noch eine biologische Probe mit dir. Das machen wir. Auf geht's. Jetzt haben wir die Probe hier abgegeben. Was machen wir jetzt? Prima. Jetzt ist ja Mittagspause. Ja. Denk dran, heute ist Donnerstag. Das ist Ausdrucktag. Was ist Ausdruck? Lass dich überraschen. Gut. So, und jetzt sind wir da im sogenannten Haustrunk. Genau, ja. Hier bekommen wir unsere Freigetränke monatlich und das bekommt man auch als Azubi. Das heißt, du kannst jetzt hier einpacken, was du willst? Genau, ja. Ja, komm auf, dann machen wir das. Also das mit dem Haustrunk, das muss ich sagen, das gefällt mir. Ich meine, wer es mocht, soll es auch trinken, ne? Aber wie kommt das Bier da jetzt eigentlich rein? Ja, dafür gehen wir am besten nachher mal hinter zur Abfüllung. Abfüllung hört sich gut an, ist aber noch ein bisschen früh, oder? Nein, hab schon verstanden. Gehen wir noch. Auf geht's. Das war jetzt beeindruckend. So viele Zäpfel sieht man eigentlich nur sonst im Schwarzwald rumliegen, gell? Also gehen wir besser zu technischen Kunden. Ja, genau. Ja. Ah, Sali. Hallo. Hi, ich bin der Philipp. Du bist schon hier der Schankmeister, richtig? Jawohl. Weißt du, was das Lieblingstier vom Schankmeister ist? Der Zapfhahn. Ja, mir stecke ich jetzt die Fässer an, dass wir hier oben Bier zapfen können. Nimmst du das linke Fass, wo der Zapfkopf drauf liegt? Und dann den Absperrhahn aufmachen, dass das Bier nach oben fließen kann. So, jetzt haben wir unten das Fässle anzapft und das Bier kommt jetzt quasi hochlaufen und da raus. Genau, das Bier im Fass wird mit CO2 hochgedrückt und kommt dann nachher aus dem Zapfhahn raus. Und das Zapfen an sich ist auch Teil von der Ausbildung zum Brauer? Das Zapfen, das Produkt soll ja beim Kunde super ankommen. Ein schönes Bierglas mit einer schönen Schaumkrone oben drauf. Und das ist auch eine Art Handwerk, ne, dieses Bier zu zapfen. Und das gehört auch dazu. Dann zapfe ich jetzt, glaube ich, mal eins. Also, jetzt aufpassen. Ja, deswegen sollte man Ausbildung machen und nicht nur Praktikum.
Also, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es war wirklich sehr interessant. Und euch da draußen kann ich nur sagen, wenn ihr coole Ausbildung sucht, seid ihr hier genau richtig. Und außerdem gibt es noch ein Schmankerl. Wir dürfen am Ende der Ausbildung hier selber ein Bier kreieren. Und es wird in der Genusswelt ausgeschenkt. Ich sag mal so, wenn meine Witze irgendwann schlecht sie sollte, komme ich auch daher und mache einfach hier Ausbildung. Okay, danke. Dann werde ich mit drei untersteigen. Jetzt? Ja.